So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich nehme mal an, ihr seid jetzt schön am Samstagabend chillen und guckt euch mein Video an. Ihr seht schon im Titel, das ist richtig. Der Grund, warum ich jetzt gerade auch nicht so laut reden kann, beziehungsweise auch zwischendurch flüstern muss, ist der folgende. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber wir haben jetzt gerade 0.24 Uhr, halb eins. Und ich, Idiot, komme jetzt auf die Idee, Story zu reden. Warum, weshalb, wieso, erzähle ich jetzt sofort. Nochmal eine kurze Info am Rande, ich lade jeden Samstag und Freitag ein Video hoch. Also nicht verpassen, folgt jetzt schon mal mir. Meine Familie und ich, wir waren lange nicht mehr in der Türkei. Und 2018 haben wir dann beschlossen, dahin zu fliegen. Ja, Urlaub nicht unbedingt, das war eher so Heimat, Dorf besucht und alles mögliche, Familie, ne? Die meisten wissen schon, was ich meine. Urlaub kann man das nicht nennen. Auf jeden Fall war das dann so, dass da auch, ich habe Cousins, Verwandte in meinem Alter. Und ja, das Ding ist bei mir, mich interessiert das Thema Dämonen, Djinns. Und ich habe halt mit denen darüber gequatscht eines Abends. Wir sind angekommen, wir sind das chillig, nach ein paar Wochen. So kamen wir halt ins Gespräch, so abends, wisst ihr Leute, so kennt man doch unter Cousins. Man chillt im Zimmer, man redet miteinander und danach kommt man auf das Thema. Und danach bin ich halt auf das Thema gekommen und ich habe halt gefragt, ey, guck mal, gibt es hier so Sachen, die passiert sind oder Orte, die verflucht sind oder sonst was? Habt ihr schon mal vom Fluch und Flüchen mitbekommen? Und ich hätte jetzt mit einer Antwort gerechnet, ja, das ist schon Jahrhunderte her und so, aber die haben mir gesagt, ja, hier um die Ecke, also was heißt um die Ecke? Guck mal, ihr müsst euch das so überlegen. In der Türkei haben wir jetzt nicht so ein Haus in der Innenstadt, sondern eher auf, ja, Bergen. Die Stadt, woher ich komme, dort wird am meisten Haselnuss exportiert. Ja. Und ihr müsst euch so überlegen, ein Berg ist ein Haus, danach 100 Meter weiter, also Berg, 100, danach noch ein Haus, danach ja so sind halt die Häuser dort. Man ist nur Gebirge, im Gebirge. Und es war danach so, dass die gesagt haben, ja, zwei Häuser weiter wohnt jemand, der Flüche macht. Und ich habe das so gar nicht geglaubt und so weiter, wisst ihr das? Danach die nächsten Tage, wir fahren so daran vorbei mit Traktor, also dort, wo ich herkomme, da sind die ehrlich Bauern, also, ja, das sind Bauern. Und wir fahren an dem Haus vorbei. Das war auch kein Haus, was man sich hier vorstellt, sondern ein einfaches Haus, ehrlich einfach, wo wir zurückgefahren sind. Also ich möchte jetzt überlegen, wir haben einen Abend darüber geredet, habe ich nicht geglaubt. Danach am nächsten Tag sind wir da vorbeigefahren, am Haus. Und am nächsten Tag des Abends war das dann so, dass ich einfach Schritte gehört habe draußen. Und ich hab meine Cousins aufgeweckt, ich hab so gedacht, ey, was ist hier los? Ich höre Schritte, als ob jemand ganz locker durch die Straße läuft. Und das Problem ist, das hat sich angehört, als ob man was mitschleift, also Umhang, eine Decke oder sonst was um sich herum. Wisst ihr, was ich meine? So, man hat es auf jeden Fall gehört. Und ihr müsst euch so überlegen, unser Haus war halt hier und es geht weiter, aber da ist Wald. Da ist Wald, da kommt kein Haus mehr. Da ist Wald. Und wir gucken dann aus dem Fenster. Das war einfach ein Mann mit so einem Gewand. Und der ist einfach ohne links, rechts, nach oben, unten zu gucken, einfach geradeaus in den Wald gegangen. Ganz locker, ganz gediegen. Und der hatte was in der Hand. Das war so ein Beutel. Wir sind neugierig. Ich war da 18. Wir haben uns gefragt, ey, wohin geht der? Wir haben halt den Mann verfolgt, aber jetzt auf sicherer Distanz, jetzt nicht direkt hinter ihm am Arsch geklebt, sondern wir haben uns hinter Bäumen versteckt, wir sind da und da. Auf einmal, wir sehen ganz hinten im Wald so eine Flamme, so ein Feuer ist da. Wisst ihr, was das Komische daran ist? Der hat dort nichts angezündet. Das Feuer ist einfach so entstanden. Einfach so. Ich verstehe bis heute nicht, wie. Und wir gucken, wir dachten auch, dass der will den Wald abfackeln, ne? Und der hat dann einfach vorm Feuer so rumgeschrien, so, nicht Tänze, hört sich jetzt komisch an, aber so mit den Armen gewackelt, geschrien die ganze Zeit, als ob er mit jemandem geredet hat, mit dem Feuer,
Hört sich jetzt komisch an. Oh shit, meine Augen. Er ist einfach gegangen. Er ist nicht an uns vorbeigegangen. Er ist einfach weggegangen. Jetzt nicht verschwunden irgendwo, sondern er ist irgendwo hingegangen. Und danach hat man ihn nicht mehr gesehen. Und wir Idioten sind zu dem Feuer gegangen. Weil wir dachten, ey, will er hier die ganze Bude abfackeln oder wie? Wir gehen zum Feuer. Wir suchen das Feuer zu löschen. Geht am Anfang nicht. Und mein Cousin kann halt den Koran auswendig. Und hat dann auch Koranverse gelesen, weil ich glaube, um die Uhrzeit macht keiner Feuer und will Marshmallows dort verbrennen. Wir uns war schon im Klaren, dass es ein Fluch sein könnte. Und wir gucken, im Feuer war eine Puppe drin. Mit einem Bild. Und von dem Bild, also auf dem Kopf der Puppe, wurden die Augen, auf diesem Bild wurden die Augen rausgestochen. Und genau, die Puppe ist einfach, also wurde ins Feuer gelegt. Und dann waren da auch noch so Blätter voll geschrieben mit, ich weiß nicht, ob das arabische Schrift war, auf jeden Fall. Dazu waren da auch noch Eier, beschriftete Eier. Und wir Idioten, hätten wir das lieber sein sollen, ich bin euch ehrlich. Wir haben die Sachen mitgenommen. Wir haben die Sachen mitgenommen, weil wir uns dachten, ey, was ist das denn und so. Oder unsere Eltern wissen wahrscheinlich besser Bescheid. Wir Idioten. Wir heben die Sachen auf, wir wollen nach Hause. Auf einmal, wir hören so ein Schreien von ganz hinten. Aber so ein Schreien so mäßig, so, dass er uns angeschrien hat. So richtig so aus der Seele kam so ein Schreien von hinten. Wir sind dann natürlich abgehauen und nach Hause dann direkt. Danach, wir haben gewartet, bis der Mann vorbeiläuft. Und dann war es so, wir gucken aus dem Fenster. Wir sehen, da kommt jemand. Und wir verstecken uns, aber wir gucken noch ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Dann war das so, dass der Mann links so danach direkt uns angeguckt hat, aus dem Winkel, direkt so. So. Und, boah, scheiße, Digga, der ist vorbeigelaufen am Fenster. Aber jetzt nicht so nah, sondern halt auf dem Weg war er. Aber er hat die ganze Zeit nicht seinen Blick entwendet. Das ist so, wie als ob er hier vorbeiläuft, aber er guckt euch die ganze Zeit an. Versteht ihr? Er ist dann nach Hause, ja, höchstwahrscheinlich nach Hause gelaufen. Aber er hat uns so böse angeguckt. Danach, das Ding ist halt, wir dachten uns so, ey, was ist das denn und so. Haben wir die Sachen erstmal zur Seite gelegt. Dann sind wir eingeschlafen. Also jetzt nicht so, sondern wir sind dann, haben uns schlafen gelegt und danach eingepennt. Und jeder von uns hatte einen Albtraum. Und zwar den gleichen. Jeder von uns hatte den gleichen Albtraum. So Leute, ich sehe jetzt gerade, ich nehme schon echt lange auf. Ich glaube, es wird ein Teil 2 geben. So, ich lade jeden Freitag und Samstag ein Video hoch. Dann wird es wahrscheinlich nächste Woche Samstag den Teil 2 geben. Genau Leute, nächste Woche Samstag wird es einen Teil 2 geben. Und dort werde ich halt sagen, was wir geträumt haben, was am nächsten Tag passiert ist. Und was wir in einer Woche erlebt haben, Abreise und was hier in Deutschland passiert ist. Ich hoffe mal, der erste Teil hat euch gut gefallen. Seid gespannt auf den nächsten Teil. Dort wird es echt, echt spannender. Ich bin euch ehrlich, wenn ihr mir noch nicht folgt, abonniert mich, ist kostenfrei. Ich wünsche euch dann noch das Beste. Bleibt gesund. Betet, bevor ihr schlafen geht. Und seid einfach auf den nächsten Teil gespannt, Leute. Es wird noch spannender. Haut rein.